Dann habe ich das Cover geschrieben. Und wo ist das A und O, muss das Lachen im Gesicht. Das gefällt mir uns besser als das hier. Nee. Das ist schon Papas Haus, aber ohne Mädchen. Willst du einen Kaffee? Danke, nein. Dann nicht. Darf ich raus? Bitte. Na klar. Nimmst du die Jacke mit? Mhm. Und zumachen? Ja. Moin. Was wünschen Sie? Schau mal. Da ist endlich mal jemand, der mich fragt, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir einen Kaffee mit Milch. Zucker auch. Kaffee mit Milch und Kannst du mal halten? Hallo. Wie geht's? Ist dir gut? Ja, sicher. Wo ist Mama? Im Hotel. Danke.
Kannst du nicht mal aufhören damit? Mit deiner beschissenen Arme machst du alles kaputt. Geht das irgendwie in deinen scheiß Schädel rein? Hä? Kannst du nicht mal aufhören? Ich begreif's einfach nicht mehr. Steig doch einfach aus. Ah, na klar, ja. Steig aus. Natürlich. Ich mach uns gleich einen Tee. Ja, fällt dir dazu nicht ein? Mann. Willkommen im Hotel Petersen, Frau Bohn. Hallo. Hallo, guten Tag. Schön, dass Sie da sind, Herr Bohn. Ich zeige Ihnen gleich das Zimmer. Es wird Ihnen bei uns gefallen. Petersen, ist mir ein Vergnügen. Ich bin Elisabeth. Hallo, ich bin Sarah. Sarah, gehst du mit mir voraus, Sarah? Klar. Hatten Sie eine gute Fahrt? Dicke Luft bei den Bohns. Wird Ihnen schon bei uns gefallen. Du sagst es. Ja, ich möchte eben, dass es meinen Gästen bei uns gut geht. Trinkst du nicht noch einen Tee mit uns? Nein, danke, jetzt nicht. Er ist überarbeitet. Stimmt es, dass Nils und Jan ausgezogen sind? Woher weißt du das? Frau Büllhusen hat uns die Eier gebracht. Dann weißt du bestimmt auch, dass Nils gegangen ist, nicht ich. Und Jan? Der ist noch ein Kind. Er ist 15. Gestern war das Fest vom Amerika-Verein. Nils war auch da, aber nicht allein. Vater wäre fast dazwischen gegangen. Mama, bitte. Vielleicht tut dir ja gerade jetzt ein Wechsel gut. Komm hierher, Katharina. Du weißt, wir können jede Hilfe im Hotel gebrauchen. Ich habe einen Beruf. Ja, natürlich. Entschuldigung. Können Sie mir den kürzesten Weg zum Strand sagen? Kommen Sie einfach mit, ich zeig's Ihnen. Danke. Wenn Sie jetzt da einfach weitergehen, kommen Sie direkt zum Strand. Danke. Wenn Sie sich links halten, dann kommt ein sehr schöner Treibholzgarten. Sind Sie das erste Mal auf der Insel? Vielleicht ist das ja ein Ort zum Glücklichsein hier. Sind Sie eigentlich glücklich? Nein, momentan nicht besonders. Ich möchte mit dir sprechen. Ich bin jetzt erstmal bei Paul. Seine Eltern haben nichts dagegen. Komm doch wieder nach Hause. Das könnt ihr schön unter euch ausmachen. Lass mich da raus. Ich bin jetzt fast erwachsen. Und bei Paul ist das eine richtige Familie. Das ist meine.
Was ist denn mit dir und Nils los? Und haben Sie schon für was entschieden? Kommt ganz drauf an. Was haben Sie denn zu bieten? So, jetzt wird es gut. Wir haben doch schon bestellt, danke. Vielen Dank. Hast du so Nerven? Lass es doch einfach jetzt mal. Was habe ich denn gemacht? Ich habe doch nur bestellt. Du weißt ganz genau, was ich meine. Kannst du es nicht hier wenigstens mal sein lassen? Schau mal. Kannst du mal. Mhm. Fahr doch mal den Papi hier mit seiner miesen Laune. Ich wollte mich noch bedanken für den Tipp mit dem Treibholzgarten. Sehr schön. Tja, da will man dem Streit entkommen und alles, was man tut, führt zu neuem Streit. Vielleicht sollten Sie weniger mit anderen Männern flirten. Warum? Stimmt. An den ganz besonderen Ort getan. Sag ich dir dann, ja? Mhm. Ich gehe zu Papi. Tschüss. Schönen Abend. Hast du eine Tür offen? Ich komme ganz weg.
Macht dir Spaß, mich zu demütigen vor allen Leuten, oder? Ja? Findest du auch noch lustig, oder was? Soll ich dir mal eine reinhauen? Soll ich dir mal richtig eine ballern? Ist es das? Willst du das? Gehen Sie noch aus? Sachen holen. Ich muss dir noch was sagen, damit du es nicht von anderen erfährst. Ich habe mit Sabine rumgemacht. Deiner Kollegin Sabine. Soll ich jetzt fragen, ob es Spaß gemacht hat? Morgen, Sabine. Moin, Katharina. Moin. Moin. Moin, Elke. Moin. Moin. Magst du einen Kaffee? Ja, gern. Du musst dir ja was gefasst machen. Wildes Geknutsche von Nils und Sabine auf dem Amerika-Fest. Alle haben's gesehen. Gibt's was wirklich Wichtiges? Eine Touristin ist vermisst gemeldet worden von ihrem Ehemann.
bist gestern Nacht nicht ins Hotel zurückgekehrt. Das Hotel deiner Eltern. Die Frau heißt Annika Bohn. Ich glaube, da müssen wir uns nicht wirklich Sorgen machen. Die könnte überall sein. Kennst du die? Kennen ist zu viel gesagt. Aber die ist sehr speziell. Die Suche geht los. Aber Jens Feldhaus, kannst du für ihn einspringen? Schaffst du die Schulung allein? Klar. Danke dir. Weiß es nicht. Sie ist nicht ins Wasser gegangen. Jedenfalls nicht alleine. Was wollen Sie mir sagen? Wunder an der Stirn. Heftiger Schlag auf einen stumpfen Gegenstand. Also Fremdeinwirkung. Jedenfalls nicht auszuschließen. Finn Hartung, Kommissariat Husum. Fenner. Das Hotel, in dem Herr Bohn untergebracht ist, gehört Ihren Eltern? Ja, wieso? Könnten Sie ihn vielleicht mit zurücknehmen? Natürlich. War das Selbstmord? Sieht nicht so aus.
Karl Hansen? Ja? Vorgestern hat hier ein Ehepaar mit seiner Tochter den Abend verbracht. Die Familie Bohn. Können Sie sich vielleicht an die erinnern? Ja, die saßen da drüben auf der Bank. Kannst du nicht mal aufhören zu nerven? Lass es doch einfach jetzt mal. Was habe ich denn gemacht? Ich weiß ganz genau, was ich meine. Kannst du es nicht hier wenigstens mal sagen? Komm! Hier! Ah! Ja! Hey! Komm, gute Scheiße, komm jetzt mit! Die Namen der letzten Gäste von vorgestern Abend, die könnten Sie mir nennen? Wer war der letzte Gast? Karl! Nils. Mach noch eine Runde kurze. Nils Fenner, wir haben noch was getrunken, Nils und ich. Ist Annika Bohn später noch mal alleine hier zurückgekommen? Nein. Und wann haben Sie die Kneipe geschlossen? So gegen 0.30 Uhr, würde ich sagen. Waren Sie da noch zusammen, der Herr Fenner und Sie? Nein. Nils ist ungefähr 20 Minuten vorher gegangen. Finato und Kommissariat Husum, wenn Sie so freundlich wären und mir das Zimmer von Herrn Bohn zeigen können. Ja, natürlich. Zeugen haben ausgesagt, dass sie sehr wütend waren. Soll ich dir mal eine reinhauen? Soll ich dir mal richtig eine ballern? Was ist das? Willst du das? Wollen Sie mir vielleicht etwas sagen? Sind Sie und Ihre Frau zusammen ins Hotel zurückgekehrt? Ich lasse Sie jetzt alleine. Aber wir werden noch mal miteinander sprechen müssen. Fragen Sie doch diesen Typen vom Kicker. Vielleicht wollte sie ja zu ihm. Frau Petersen? Ja? Haben Sie vielleicht eine Sekunde für mich? Ja, natürlich. Haben Sie Annika und Georg Bohn vorgestern Abend ins Hotel zurückkommen sehen? Nein. Oder weggehen? Und später in der Nacht? Nein, ich habe niemanden gesehen. Tut mir leid. Frau Fenner, kann ich Sie vielleicht kurz sprechen? Ja. Danke. Sarah, gehst du zu deinem Papa rauf? Wenn ich das richtig verstanden habe, hat Annika Bohn mit einigen Männern geflirtet. Auch mit ihrem. Und sie gehen einfach früher nach Hause. Es war nicht so früh. Ich habe Frau Bohn noch rauskommen sehen mit ihrem Mann. Waren Sie nicht sauer oder eifersüchtig? Das ist nicht meine Art, eifersüchtig zu sein. Außerdem sind mein Mann und ich getrennt. Das haben Sie sicher schon gehört, oder sonst werden Sie es bald noch hören. Ihr Mann war der letzte Gast vorgestern Abend. Und? Wann ist er ungefähr nach Hause gekommen? Ich habe doch gerade gesagt, wir sind zurzeit getrennt. Er wohnt in der Werkstatt. Ihr Mann war also die ganze Nacht nicht zu Hause? Sie haben es erfasst, ja. Danke. Thank you.
Herr Fenner? Ja? Finn Hartog mein Name, ich bin der leitende Kommissar im Todesfall Annika Bohn. Hm? Ich hab davon gehört. Ist furchtbar. Sie kannten sie? Ja, kennen kann man das nicht nennen. Ich müsste Ihnen ein paar Fragen stellen. Okay. Vorne? Von mir aus? Vorsicht. Karl Hansen hat ausgesagt, dass Sie der letzte Gast in der Kneipe waren. Ah. Wann sind Sie nach Hause gekommen? Also, beziehungsweise hierher. Und gibt es jemanden, der das bezeugen kann? Ich war gar nicht zu Hause. Ich habe die Nacht am Strand geschlafen, nehme ich an. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich morgens am Strand aufgewacht bin und daher annehme, dass ich dort geschlafen habe. Kann das jemand bezeugen? Hat Sie vielleicht jemand gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Ich wollte auch gar nicht gesehen werden. Es war mir peinlich. Hört sich alles ziemlich scheiße an, oder? Ja. Oh. Ich war ziemlich betrunken in der Nacht. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich habe einen kompletten Filmriss. Kaffee? Ich muss Sie um die Kleidung bitten, die Sie in dieser Nacht getragen haben. Was? Ihre Kleidung. Ich muss Ihre Kleidung zur Überprüfung mitnehmen. Ja, die ist nicht hier, die ist in meinem Haus. Also in dem Haus von meiner Frau und mir. Dort habe ich sie jedenfalls an dem Morgen hingetan. Also in den Wäschekorb. Sie gehen also nach der Nacht, an die Sie keinerlei Erinnerung haben. Erstmal zu Ihrer Frau und wechseln Ihre Klamotten und eigentlich wohnen Sie hier? Ja. Im Wäschekorb, sagten Sie? Ja, im Wäschekorb. Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Ihr Mann an dem Morgen hier war? Und dass er am Strand geschlafen hat? Ich muss seine Kleidung sicherstellen. Die im Wäschekorb, oder haben Sie die schon gewaschen? Ich habe gar nichts gewaschen. Ich weiß gar nicht, von welcher Wäsche Sie sprechen. Sicher. Wenn Sie meinem Kollegen bitte den Weg zu Ihrem Wäschekorb beschreiben könnten. Treppe runter im Keller. Ihr Mann sagt, dass er sich an nichts erinnern kann. Außer, dass er am Strand aufgewacht und dann zu Ihnen gekommen ist, um seine Kleidung zu wechseln. Ansonsten Blackout. War er betrunken? Ziemlich. Schönen Tag noch. Kannst du mir mal sagen, was hier los ist? Hast du dich komplett volllaufen lassen? Ach, das geht dir nichts an. Die Polizei hat deine Kleider mitgenommen. Die Nachbarn lästern. Natürlich geht mich das was an. Seit wann interessierst du dich dafür, was die Leute quatschen? Hm? Du hast dich doch niemals allein an den Strand gesetzt. Ich hatte noch eine Flasche Wodka dabei. Von Karl. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist. Du wirst verdächtigt. Die Polizei hat deine Kleider mitgenommen. Ich habe nichts Schlimmes gemacht. Ich dachte, du kannst dich ja nichts erinnern. Jetzt komm. Herr Petersen, guten Tag. Finn Hartung ist mein Name. Tag, ich weiß, wer Sie sind. Haben Sie die Bones an dem Abend gesehen? Vielleicht beim Verlassen des Hotels oder beim Wiederkommen? Gehen Sie noch aus? Ich gehe mir relativ früh schlafen. Um welche Zeit genau? Gegen 10. Ich habe weder jemanden gehört noch
gesehen. Danke für Ihre Auskunft. Wie hat Annika Bohn auf Sie gewirkt? Sie war eine hinreißende Frau. Folgen Sie mich? Ich versuche, die letzte Nacht von Annika Bohn nachzuvollziehen. Entschuldigung. Da muss ich ran, Augenblick. Ja? Konntet ihr die Telefonate rekonstruieren? Ach ja? Ich guck mir das an, bin auf dem Weg. Ist das passiert? Nee. Ich muss los, schönen Tag noch. Herr Fenner? Herr Fenner, ich muss Sie bitten, zur Vernehmung mit mir auf die Wache zu kommen. Wieso? Wir können auch hier reden. Ich muss Sie trotzdem bitten, mit mir zu kommen. Sie haben ausgesagt, Annika Bohn kaum zu kennen. Das Video auf Annika Bohns Handy spricht allerdings eine deutlich andere Sprache. Was für ein Video? Wir haben ein bisschen rumgemacht, dann war sie weg. Also erinnern Sie sich jetzt doch? Sie sagten doch kompletter Filmriss. Was ist denn los? Was ist das scheiß Ding aus? Lass mich los! Oh ja! Moin. Sie können doch nicht einfach meinen Mann verhaften. Leider doch. Der Haftrichter hat auf hinreichenden Tatverdacht entschieden, Ihr Mann sitzt in Untersuchungshaft. Wieso? Vielleicht nehmen Sie Platz. Auf dem Handy von Annika Bohn gibt es ein Video. Es zeigt Frau Bohn mit ihrem Mann, Frau Fenner. Aufgenommen von Annika Bohn selbst, 2 Stunden vor dem angenommenen Todeszeitpunkt. Ihr Mann hat bereits zugegeben, dass er dort war. Das Video zeigt die beiden in durchaus intimer Pose, Frau Fenner. Soweit ich weiß, hat Annika Bohn mit allen Männern gerne geflirtet. Denjenigen, den das besonders gestört hat, war ihr eigener Ehemann. Er war wahnsinnig eifersüchtig, das war offensichtlich. Es war der blanke Hass, wie er sie aus der Kneipe gezogen hat. Auch Herr Bohn wird weiter vernommen, das kann ich Ihnen versichern. Aber soll ich Ihnen sagen, was viel schwerwiegender ist? Dass Ihr Mann keine Ahnung hat, wo und wie er die Nacht weiter verbracht hat. Ihr Mann hat kein Alibi, Frau Fenner. An der Leiche befand sich ein ziemlich großer Knutschfleck, ungefähr hier. Und Würgemale am Hals. Mein Mann hat vielleicht geküsst, gefummelt, sonst was gemacht, aber hat sie ganz sicher nicht umgebracht. Thank you.
Herr Bohn? Ich bin's, Katharina Fenner. Moin. Herr Bohn! Katharina Fenner, ich würde gerne kurz mit Ihnen sprechen. Hallo. Ich würde gerne mit Ihnen sprechen. Sie haben meinen Mann beschuldigt und jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Ich möchte nicht mit Ihnen sprechen. Lassen Sie mich rein, es dauert auch nicht lang. Mein Mann ist es nicht gewesen. Er ist unschuldig. Wie wollen Sie das wissen? Menschen sind zu vielem fähig. Wir wollen das nicht glauben. Jedenfalls nicht von denen, die wir lieben. Aber er hatte keinen Grund. Aber ich hatte einen. Wollen Sie das damit sagen? Wollen Sie das damit sagen? Sie haben sich gestritten. Ja. Streiten Sie sich nie? Meine Frau hat geflirtet, ja. Aber sie hat jeden abblitzen lassen, jeden. Und vielleicht konnte ihr Mann genau das nicht ertragen. Vielleicht haben Sie es ja nicht mehr ertragen. Was machen Sie hier, Frau Fenner? Du kannst doch da nicht einfach raufgehen, Katharina, und den Mann zur Rede stellen. Du, der hat gerade seine Frau verloren. Außerdem haben wir ja ständig die Polizei im Haus. Ja, und die hält Nils für schuldig. Du solltest dich da raushalten. Da muss ich deiner Mutter unbedingt recht geben. Raushalten? Nils sitzt in Untersuchungshaft. Ihr denkt wirklich nur an euch und daran, dass der gute Ruf des Hotels keinen Schaden nimmt. Da denkst du falsch von uns. Gemeinsam ins Hotel zurückgekehrt, sie haben sich gestritten, ihre Frau ist nochmal losgezogen und sie sind bei ihrem Kind geblieben. Worum ging es bei ihrem Streit? Meine Frau flirtete gern mit anderen Männern, das habe ich Ihnen eben schon gesagt. Und das gefiel Ihnen nicht? Annika brauchte viel Aufmerksamkeit. Sie brauchte so viel Aufmerksamkeit. Warum sind Sie nach Föhr gefahren? Waren Sie schon mal hier? Oder kennen Sie jemanden? Wir kennen ja niemanden. Wir sind das erste Mal auf der Insel. Kannte Ihre Frau vielleicht Nils Fenner? Sie hat ihn also an dem Abend zum ersten Mal gesehen? Soweit ich weiß schon. Aber ganz sicher sind Sie nicht. Meine Frau war oft alleine unterwegs. Jan? Ich bin hier. Bin ich froh, dass du da bist. Woher weißt du's? Mama, alle wissen das. Was passiert denn jetzt mit Papa? Er war es nicht. Das weißt du. Natürlich weiß ich das. Es war mir noch nicht so klar, was du jetzt denkst. Ich halte Papa nicht für einen Mörder, nur weil er nicht mehr mit mir leben will.
gehörst du zum Abendbrot. Okay. Aber ich schlafe nicht. Ich wohne bei Paul. Das weiß ich doch. Es gibt ein Video von ihrem Mann mit Annika Bohn. 2 Stunden, nachdem das Video aufgenommen wurde, ist Annika Bohn tot und ihr Mann kann sich an nichts erinnern. In der Zwischenzeit ist ihr Mann aber nirgendwo anders gesehen worden. Das heißt, es gibt niemanden, der ihn entlastet. Die U-Haft ist eben verlängert worden. Morgen wird ihr Mann nach Husum überstellt. Und ich fahre auch zurück. Sie können doch nicht aufhören zu ermitteln. Das werde ich nicht. Ich verstehe das nicht. Warum kann er nicht hierbleiben, auf der Insel? Ihr Mann ist des Mordes verdächtig. Möglicherweise ist der Zeitpunkt gekommen, sich an einen Anwalt zu wenden. Sie haben ihn von Anfang an für schuldig gehalten. Was ist mit dem Ehemann? Haben Sie den mal überprüft? Kann ich meinen Mann jetzt sehen? Die wollen dich nach Husum bringen. Ja, ich weiß. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bringe doch keinen Menschen um. Kannst du dich denn an gar nichts mehr erinnern? Das kann doch nicht sein. Was willst du denn damit sagen? Dass ich mich vielleicht doch erinnere, aber nicht sage? Dass du mit ihr am Strand warst, hast du mir auch nicht gesagt. Und davor bist du an unserem Haus vorbeigeschlichen. Was willst denn du hier? Ich will dir helfen. Helfen? Helfen sieht anders aus. Jan lässt dich grüßen. Geh. Geh einfach. Ja, wahrscheinlich ist es besser, wenn ich gehe. Ernsthaft davon aus, dass er sie umgebracht hat. Das wird sich schon klären. In ein paar Tagen ist er sicher wieder draußen. Danke, Karl. Nicht zu fassen, dass es erst 4 Tage her ist. Hier, so haben wir gesessen. Spannende Frau. Viel mutiger als ich. Hey. Ihr seid ein so schönes Paar. Nils. Wahn. Karl, wir waren ein schönes Paar. Er liebt dich, deshalb ist er ausgezogen. Ja, das macht Sinn. Ja, das macht doch Sinn. Er vermisst dich, er ist fertig. Wir haben an dem Abend ja noch geredet. Ich habe versucht, ihn vom Alkohol fernzuhalten, aber er wollte sich zuschütten, definitiv. Er ist verzweifelt.
Jetzt hat er allen Grund, verzweifelt zu sein. Oh, manchmal wünsche ich mich so weit weg. Hm. Wünsch dir das nicht. Wie lange warst du eigentlich in Amerika? 25 Jahre. Oh. Lange Zeit. Und warum bist du wiedergekommen? Das habe ich dich nie gefragt. Heimat? Sehnsucht. Ich weiß nicht mehr weiter. Nils ist jetzt schon seit 4 Tagen in Husum. Und dieser Kommissar, der wird nichts mehr unternehmen. Nun sag es ihr. Was? Hauke hat Nils gesehen. Was? Ja, Vater hat Nils gesehen. Ich habe niemandem etwas gesagt. Auch dem Kommissar nicht. Ich wollte Nils da nicht reinreißen. Und dich auch nicht. Ich kann ihm einen Anwalt besorgen. Er hat sie nicht umgebracht. Das hat ja auch keiner behauptet. Wo hast du ihn gesehen? Ich habe die beiden in der Nacht zusammen am Strand gesehen. Er betrügt dich. Was machst denn du nachts am Strand? Es geht dich nichts an. Ich bin nicht so blind wie Mama mit deinen ganzen Frauengeschichten. Und Annika fand sie doch bestimmt attraktiv. Hört auf. Erfolg geht zum Strand und dich interessiert es nicht? Lass deine Mutter in Ruhe. Nils ist dir zuvor gekommen. Nimm endlich zur Kenntnis, was dein Schwächling von Ehemann dir antut. Offensichtlich wollte mir nicht helfen. Hier kämpft jeder für sich. Papa, du, ich. Wir sind keine Familie.
Hallo Jan. Wie geht's dir? Alles gut? Mit Paul auch alles gut? Schön. Ich wollte sagen, ich fahre nach Hamburg, um was zu erledigen. Und danach fahre ich zu Papa. Ich habe was gefunden, was Ihnen gehört. Ich habe sie am Strand gefunden. Annika hat Sarah erzählt, dass sie sie an einem besonderen Ort getan hat. Ich weiß. Sie strahlt so auf dem Foto. Ja. Ich habe gerade erfahren, dass sie schwanger ist. Die Kette hat Annika so viel bedeutet. Sie war ein Teil von ihr. Schon immer. Annika wurde als Säugling auf den Stufen von einem katholischen Kinderheim abgelegt. Anonym. Vor ein paar Monaten war Annika noch mal in dem Heim. Das hat mir eine der Schwestern auf der Beerdigung erzählt. Hat sich damals besonders um Annika gekümmert. Nach ihr ist sie auch benannt. Die Schwester, die hat die Tragetasche aufbewahrt, in der Annika damals gelegen hat. Da war ein Aufdruck. Insel Föhr. Föhr? Offenbar hat Annika geglaubt, dass der Mensch, der sie abgegeben hat, dass der von der Insel kommt. Ich meine, so eine Tasche kann man doch überall kaufen. Das hat doch überhaupt nichts zu bedeuten. Aber Annika war, sie war so überzeugt. Deswegen sind wir nach Föhr gefahren. Sie hat mir keinen Ton davon gesagt. Sie hat überhaupt nicht mit mir geredet. Wir haben überhaupt nicht mehr miteinander geredet. Zwischen uns war nur noch Streit. Sie konnte es einfach nicht mit mir teilen. Am Ende waren wir nur noch Feinde. Ein Feind. Ich hab sie gewürgt. Am letzten Abend. Dann ist sie gegangen. Wir werden anders durch die, die wir lieben. Das wollen wir nicht. Das macht uns Angst. Verstehen Sie das? Ja. Ja, das verstehe ich. Meinem Leid und meiner Eifersucht.
ich sie allein gelassen. Was nützt denn die Liebe, wenn man sie nicht mehr zeigen kann? Wir glauben beide, dass du unschuldig bist. Das wollte ich dir schon beim letzten Mal sagen. Danke, dass du gekommen bist. Das wollte ich dir beim letzten Mal sagen. Jan vermisst dich. Kommt er klar? Er ist sehr erwachsen geworden. Wir telefonieren jeden Tag. Ich bin nicht dein Feind. Ich weiß. Ihre Besuchszeit ist zu Ende. Kommen Sie bitte. Geschichte zu tun haben. Davon bin ich überzeugt. Herr Bohn hat Ihnen doch davon erzählt. Ja. Eine sehr, sehr traurige Geschichte, die nicht zwangsläufig etwas mit dem Fall zu tun haben muss. Aber jemand muss doch davon wissen. Geburten werden doch registriert. Sicher? Und dem gehen Sie nicht nach? Bereits geschehen. Im fraglichen Zeitraum ist keine Geburt eines weiblichen Säuglings registriert. Keine namenlose, nichts Auffälliges. Und auch im Kinderheim nichts. Nach Ihnen. Es tut mir leid, dass ich keine besseren Neuigkeiten für Sie habe. Weißt du was von einem Säugling aus Föhr, der in Hamburg im Heim abgegeben wurde? 78 muss es gewesen sein. Wie abgegeben? Naja, abgegeben. Auf die Stufen vom Heim gelegt, anonym. Wieso fragst du? Der Mann von Annika Bohn hat mir erzählt, dass sie als Säugling von ihren Eltern im Heim abgegeben wurde. Mein Gott, das ist ja furchtbar. Du weißt nichts, ne? Nein, tut mir leid. Katharina, warte mal. Ich wollte dir noch was sagen. Wie du für Nils kämpfst, ist schön. Frau, bitte, bitte. Wir müssen die Tür noch gerufen. Es kann doch nicht sein, dass ihr... Karl? Was ist los mit dir? Nichts.
Nichts, ich... Es ist alles in Ordnung. Ich habe mich nur über was geärgert. Was würdest du davon halten, wenn ich hier wieder einziehe? Ich würde mich sehr freuen. Hast du dich mit Paul gestritten? Nein. Aber in schwierigen Zeiten sollte man bei seiner Familie sein, oder nicht? Ich wollte fragen, ob er 1978 als freie Hebamme gearbeitet hat. Danke. Also auch Hausgeburten gemacht hat. Ja. Da frage ich nach. Danke. Hallo Mama. Ich möchte mit dir reden, Katharina. Ich muss dir etwas sagen, was ich dir schon lange hätte sagen müssen. Hauke ist nicht dein Vater. Ich habe ihn betrogen. Ich hatte eine Affäre. Eine Beziehung. Ich hatte eine Beziehung mit Karl. Karl ist dein Vater. Karl? Ja. Karl ist dein leiblicher Vater. Er war Haukes bester Freund. Wir waren immer zusammen. Zu dritt. Unsere Ehe war von Anfang an nicht leicht. Hauke war so verschlossen, so aufs Hotel fixiert. Und ich war jung. Ich weiß nicht, wie ich dir die Elisabeth von damals erklären soll. Ich war so hungrig nach Liebe. Ja, es schien mir alles nicht so. Aber dann wurde ich schwanger. Und Hauke freute sich so. Wir hatten es schon so lange probiert. Und ich wollte gar nicht so genau wissen, von wem ich schwanger war. Also habe ich geschwiegen. Papa weiß es bis heute nicht? Doch. Ich wurde wieder schwanger. Und Hauke erfuhr bei einer Leisten-OP, dass er zeugungsunfähig war. Und ich hatte so einen Bauch. Da wusste er es und wusste auch, dass ich ihn doppelt belogen und betrogen hatte. Warum habt ihr mir nie was davon gesagt? Es schien richtiger so. Hauke hat dich aufgezogen, Katharina. Es war nicht leicht für ihn, mir zu vergeben. Er hat dir nicht vergeben, Mama. Mir hat er auch nicht vergeben. Er liebt dich, Katharina. Mein Schweigen war das Schlimmste. Weiß Karl, dass er mein Vater ist? Warum hast du Papa nicht verlassen, bist zu Karl gegangen? Das hätte ich nie getan. Ich habe beide geliebt. Was ist mit dem anderen Kind? Es war eine Sturmnacht. Ich bin gestürzt und das Kind ist zu früh gekommen. Wir waren allein, Hauke und ich. Und dann ist alles ganz schnell gegangen. Ich war geschwächt und das Kind wurde totgeboren. Das war meine Strafe. Meine Strafe.
Warum hast du mir nicht gesagt, dass du mein Vater bist? Warum hast du geschwiegen, so wie alle anderen auch? Weil du... Katharina, weil du offiziell das Kind von Elisabeth und Hauke bist. Elisabeth hat es mir nie gesagt. Ich habe es von Hauke erfahren. Hauke war mein bester Freund. Er hat dich aufgezogen, ich bin weggegangen. Und als ich wiederkam, warst du schon eine junge Frau, hattest deine eigene Familie. Ihr wart so glücklich. Hätte ich es dir da sagen sollen? Was ist mit dem totgeborenen Kind? Das ist doch dein Kind. Es war nicht tot. Hauke wollte das Kind nicht und hat Elisabeth gesagt, es sei tot. Und dann stand er plötzlich mit dem Säugling vor mir. Mitten in der Nacht. Ich wusste doch bis zu diesem Moment genauso wenig wie er, dass ich der Vater war. Und auch, dass ich dein Vater bin, habe ich erst in dieser Nacht erfahren. Von Hauke. Elisabeth hat uns beide, Hauke und mich, vor vollendete Tatsachen gestellt. Hauke hat wirklich jahrelang geglaubt, dass er dein Vater sei. Er hat dich geliebt, Katharina. Und ich? Was sollte ich denn machen? Elisabeth blieb bei Hauke, das war klar. Und ich musste weg. Weit, weit weg von allem. Ich hatte schon alles abgewickelt, mein Ticket nach New York war gebucht. Und dann kam diese Nacht. Ich hab damals wirklich gedacht, ein Heim ist das Beste für das Kind. Du hast das Kind weggegeben? Dann ist Annika meine Schwester? Ja. Als Annika mit ihrer Familie in die Kneipe kam, war mir das eigentlich gleich klar. Vor Sarah lag so eine kleine Giraffe vor ihr auf dem Tisch. So eine Giraffe hab ich der Kleinen mit in die Tasche gelegt. Damals. Das hast du mitgemacht? Du hast Mama die ganze Zeit in dem Glauben gelassen, ihr Kind ist tot? Und als Annika hier auftauchte, warst du zu feige, es ihr zu sagen, deiner eigenen Tochter? Nein. Ich habe es ihr gesagt. Ich habe mich ihr zu erkennen gegeben. Ich weiß, wer du bist. Ich wollte ihr alles erklären. Ich wollte mich entschuldigen. Ich wollte am nächsten Morgen mit ihr zu deiner Mutter gehen. Bleib stehen! Katharina, glaub mir. Ich wusste damals nicht wirklich, was ich tat. Dieses Unrecht. Ich war so unreif. Die Schuld hat mich erst später eingeholt. Aber da war ich schon weit weg. Was war das gestern zwischen Hauke und dir? Warum warst du da so wütend? Ich habe ihm gesagt, wer Annika war. Und dass er Elisabeth endlich die Wahrheit sagen muss. Hauke will das nicht. Wenn du willst, kann ich dich zu deiner Mutter bringen. Warte doch!
Annika, in der Nacht, von der weggerannt ist, da muss sie Hauke begegnet sein. Wir müssen zu Ihrem Mann, Frau Petersen. Ist er da? Sicher. Bitte. Vater? Sie sind Annika Bohn in dieser Nacht als letzter begegnet, Herr Petersen. Wollen Sie uns vielleicht erzählen, was passiert ist? Du warst am Strand, so wie du es gesagt hast. Aber du bist immer noch am Strand gewesen, nachdem Annika von Nils weggegangen ist. Und dann hast du sie zusammen mit Karl gesehen. Dieser Nacht nachgegangen. Sie hat mich sozusagen eingeladen. Zuerst habe ich mich dagegen entschieden. Dann wollte ich doch. Ich wollte mit ihr reden, da unten am Strand. Dann hat sie plötzlich wie wild auf mich eingeschlagen. Wie von Sinnen. Ich bin nicht tot. Ich lebe. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich habe versucht, sie zu beruhigen. Dann hat sie mich plötzlich mit voller Wucht von sich gestoßen. Ich bin nicht tot. Bin ins Strauchen geraten, gefallen. Hab sie mit mir gezogen. Sie war tot. Es war ein Unfall. Aber wer hätte mir das geglaubt? Annika. Also habe ich sie aufgehoben. Sie ins Meer gelegt. Sag die ganze Wahrheit. Sag die ganze Wahrheit. Annika war meine Schwester. Nicht, Katharina, ich hab dir doch gesagt, das Kind ist totgeboren. Und wir haben uns versprochen, es nie wieder zu erwähnen. Ich wusste nicht, wer sie war. Sie hat es von Karl erfahren. Ah!
Karl? Was ist los mit dir? Nichts. Nichts. Es ist alles in Ordnung. Ich habe mich nur über was geärgert. Was würdest du davon halten, wenn ich hier wieder einziehe? Ich würde mich sehr freuen. Hast du dich mit Paul gestritten? Nein. Aber in schwierigen Zeiten sollte man bei seiner Familie sein, oder nicht? Ich wollte fragen, wer 1978 als freie Hebamme gearbeitet hat. Danke. Also auch Hausgeburten gemacht hat. Ja. Da frage ich nach. Danke. Hallo Mama. Ich möchte mit dir reden, Katharina. Ich muss dir etwas sagen, was ich dir schon lange hätte sagen müssen. Hauke ist nicht dein Vater. Ich habe ihn betrogen. Ich hatte eine Affäre. Eine Beziehung. Ich hatte eine Beziehung mit Karl. Karl ist dein Vater. Karl? Ja. Karl ist dein leiblicher Vater. Er war Haukes bester Freund. Wir waren immer zusammen. Zu dritt. Unsere Ehe war von Anfang an nicht leicht. Hauke war so verschlossen, so aufs Hotel fixiert. Und ich war jung. Ich weiß nicht, wie ich dir die Elisabeth von damals erklären soll. Ich war so hungrig nach Liebe. Herr Bohn hat Ihnen doch davon erzählt. Ja. Eine sehr, sehr traurige Geschichte, die nicht zwangsläufig etwas mit dem Fall zu tun haben muss. Aber jemand muss doch davon wissen. Geburten werden doch registriert. Sicher? Und dem gehen Sie nicht nach? Bereits geschehen. Im fraglichen Zeitraum ist keine Geburt eines weiblichen Säuglings registriert. Keine namenlose, nichts Auffälliges. Und auch im Kinderheim nichts. Nach Ihnen. Es tut mir leid, dass ich keine besseren Neuigkeiten für Sie habe. Weißt du was von einem Säugling aus Föhr, der in Hamburg im Heim abgegeben wurde? 78 muss es gewesen sein. Wie abgegeben? Naja, abgegeben. Auf die Stufen vom Heim gelegt, anonym. Wieso fragst du? Der Mann von Annika Bohn hat mir erzählt, dass sie als Säugling von ihren Eltern im Heim abgegeben wurde. Mein Gott, das ist ja furchtbar. Du weißt nichts, ne? Nein, tut mir leid. Katharina, warte mal. Ich wollte dir noch was sagen.
wie du für Nils kämpfst. Ist schön. Karl? Was ist los mit dir? Nichts. Nichts, ich... Es ist alles in Ordnung. Ich habe mich nur über was geärgert. Papa, du, ich. Wir sind keine Familie. Hallo Jan, wie geht's dir? Alles gut? Mit Paul auch alles gut? Schön. Ich wollte sagen, ich fahre nach Hamburg, um was zu erledigen. Und danach fahre ich zu Papa. Ich habe was gefunden, was Ihnen gehört. Ich habe sie am Strand gefunden. Annika hat Sarah erzählt, dass sie sie an einem besonderen Ort getan hat. Ich weiß. Danke. Muss ich ran, Augenblick. Ja? Konntet ihr die Telefonate rekonstruieren? Ach ja? Ich guck mir das an, bin auf dem Weg. Ist was passiert? Nee. Ich muss los, schönen Tag noch. Herr Fenner, ich muss Sie bitten, zur Vernehmung mit mir auf die Wache zu kommen. Wieso? Wir können auch hier reden. Ich muss Sie trotzdem bitten, mit mir zu kommen.
Sie haben ausgesagt, Annika Bohn kaum zu kennen. Das Video auf Annika Bohns Handy spricht allerdings eine deutlich andere Sprache. Was für ein Video? Ich kann mich an kein Video erinnern. Sie kam, wir haben ein bisschen rumgemacht, dann war sie weg. Also erinnern Sie sich jetzt doch? Sie sagten doch kompletter Filmriss. Was ist denn los? Was ist das scheiß Ding aus? Lass mich los! Oh ja! Moin. Sie können doch nicht einfach meinen Mann verhaften. Leider doch. Der Haftrichter hat auf hinreichenden Tatverdacht entschieden, Ihr Mann sitzt in Untersuchungshaft. Wieso? Vielleicht nehmen Sie Platz. Auf dem Handy von Annika Bohn gibt es ein Video. Es zeigt Frau Bohn mit ihrem Mann, Frau Fenner. Aufgenommen von Annika Bohn selbst, 2 Stunden vor dem angenommenen Todeszeitpunkt. Ihr Mann hat bereits zugegeben, dass er dort war. Ich würde gerne mit Ihnen sprechen. Sie haben meinen Mann beschuldigt und jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Ich möchte nicht mit Ihnen sprechen. Lassen Sie mich rein, es dauert auch nicht lang. Mein Mann ist es nicht gewesen. Er ist unschuldig. Wollen Sie das wissen? Menschen sind zu vielem fähig. Wir wollen das nicht glauben. Jedenfalls nicht von denen, die wir lieben. Aber er hatte keinen Grund. Aber ich hatte einen. Wollen Sie das damit sagen? Wollen Sie das damit sagen? Sie haben sich gestritten. Streiten Sie sich nie? Meine Frau hat geflirtet, ja. Aber sie hat jeden abblitzen lassen, jeden. Und vielleicht konnte Ihr Mann genau das nicht ertragen. Vielleicht haben Sie es ja nicht mehr ertragen. Was machen Sie hier, Frau Fenner? Du kannst doch da nicht einfach raufgehen, Katharina, und den Mann zur Rede stellen. Du, der hat gerade seine Frau verloren. Außerdem haben wir ja ständig die Polizei im Haus. Ja, und die hält Nils für schuldig. Du solltest dich da raushalten. Da muss ich deiner Mutter unbedingt recht geben. Raushalten? Nils sitzt in Untersuchungshaft. Ihr denkt wirklich nur an euch. Und daran, dass der gute Ruf des Hotels keinen Schaden nimmt. Da denkst du falsch von uns. Gemeinsam ins Hotel zurückgekehrt, sie haben sich gestritten, ihre Frau ist nochmal losgezogen und sie sind bei ihrem Kind geblieben. Worum ging es bei ihrem Streit? Meine Frau flirtete gern mit anderen Männern, das habe ich Ihnen eben schon gesagt. Und das gefiel Ihnen nicht? Thank you.
Kannst du mir mal sagen, was hier los ist? Hast du dich komplett volllaufen lassen? Das geht dir nichts an. Die Polizei hat deine Kleider mitgenommen. Die Nachbarn lästern. Natürlich geht mich das was an. Seit wann interessierst du dich dafür, was die Leute quatschen? Du hast dich doch niemals allein an den Strand gesetzt. Ich hatte noch eine Flasche Wodka dabei. Von Karl. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist. Du wirst verdächtigt. Die Polizei hat deine Kleider mitgenommen. Ich habe nichts Schlimmes gemacht. Ich dachte, du kannst dich an nichts erinnern. Jetzt komm. Herr Petersen, guten Tag. Finn Hartung ist mein Name. Tag. Ich weiß, wer Sie sind. Haben Sie die Bones an dem Abend gesehen? Vielleicht beim Verlassen des Hotels oder beim Wiederkommen? Gehen Sie noch aus? Ich gehe mir relativ früh schlafen. Um welche Zeit genau? Gegen 10. Ich habe weder jemanden gehört noch gesehen. Danke für Ihre Auskunft. Wie hat Annika Bohn auf Sie gewirkt? Sie war eine hinreißende Frau. Folgen Sie mich? Ich versuche, die letzte Nacht von Annika Bohn nachzuvollziehen. Entschuldigung. Da muss ich ran, Augenblick. Ja? Konntet ihr die Telefonate rekonstruieren? Ach ja? Ich guck mir das an, bin auf dem Weg. Ist was passiert? Was haben Sie denn zu bieten? So, jetzt wird es gut. Wir haben doch schon bestellt, danke. Vielen Dank. Hast du so Nerven? Lass es doch einfach jetzt mal. Was habe ich denn gemacht? Ich habe doch nur bestellt. Du weißt ganz genau, was ich meine. Kannst du es nicht hier wenigstens mal sein lassen? Schau mal. Dann kannst du mal. Hau doch mal den Papi hin, mit seiner miesen Laune. Ich wollte mich noch bedanken für den Tipp mit dem Treibholzgarten. Sehr schön. Wenn man dem Streit entkommt und alles, was man tut, führt zu neuem Streit. Vielleicht sollten Sie weniger mit anderen Männern flirten. Warum? Stimmt.
world for nothing left to lose. Nothing, don't mean nothing to me. Feeling good was easy now when you sang the blues. No feeling good was good enough for me. Good enough for me, my woman and passiert? Weiß es nicht. Sie ist nicht ins Wasser gegangen. Jedenfalls nicht alleine. Was wollen Sie mir sagen? Wunder an der Stirn. Heftiger Schlag auf einen stumpfen Gegenstand. Also Fremdeinwirkung? Jedenfalls nicht auszuschließen. Finn Hartung, Kommissariat Husum. Fenner. Das Hotel, in dem Herr Born untergebracht ist, gehört Ihren Eltern? Hallo. Moin. Hallo. Hallo. Kannst du mal halten? Hallo. Ja, wie geht's? Geht's dir gut? Ja, sicher. Wo ist Mama? Im Hotel. Danke. Kannst du mich mal aufhören damit? Mit deiner beschissenen Arme machst du alles kaputt. Geht das irgendwie in deinen scheiß Schädel rein? Hä? Kannst du nicht mal aufhören? Ich begreif's einfach nicht mehr. Steig doch einfach aus. Ah, na klar, aus, ich mache uns gleich einen Tee. Ja, dazu nicht ein. Mann. Willkommen im Hotel Petersen, Frau Bohn. Hallo. Hallo, guten Tag. Schön, dass Sie da sind, Herr Bohn. Ich zeige Ihnen gleich die Zimmer. Das wird Ihnen bei uns gefallen. Petersen, ist mir ein Vergnügen. Ich bin Elisabeth. Hallo, ich bin Sarah. Sarah, gehst du mit mir voraus, Sarah? Klar. Hatten Sie eine gute Fahrt?
Dicke Luft bei den Bones. Wird ihnen schon bei uns gefallen. Du sagst es. Ja, ich möchte eben, dass es meinen Gästen bei uns gut geht. Trinkst du nicht noch einen Tee mit uns? Nein, danke, jetzt nicht. Er ist überarbeitet. Stimmt es, dass Nils und Jan ausgezogen sind? Woher weißt du das? Frau Büllhusen hat uns die Eier gebracht. Dann weißt du bestimmt auch, dass Nils gegangen ist, nicht ich. Und Jan? Der ist noch ein Kind. Er ist 15. Gestern war das Fest vom Amerika-Verein. Nils war auch da, aber nicht allein. Vater wäre fast dazwischen gegangen. Mama, bitte. Vielleicht tut dir ja gerade jetzt ein Wechsel gut. Komm hierher, Katharina. Du weißt, wir können jede Hilfe im Hotel gebrauchen. Ich habe einen Beruf. Ja, natürlich. Auch mit ihrem. Und wir gehen einfach früher nach Hause. Es war nicht so früh. Ich habe Frau Bohn noch rauskommen sehen mit ihrem Mann. Waren Sie nicht sauer oder eifersüchtig? Das ist nicht meine Art, eifersüchtig zu sein. Außerdem sind mein Mann und ich getrennt. Das haben Sie sicher schon gehört, oder? Sonst werden Sie es bald noch hören. Ihr Mann war der letzte Gast vorgestern Abend. Und? Wann ist er ungefähr nach Hause gekommen? Ich habe doch gerade gesagt, wir sind zurzeit getrennt. Er wohnt in der Werkstatt. Ihr Mann war also die ganze Nacht nicht zu Hause? Sie haben es erfasst, ja. Danke. Fenner? Ja? Finn Hartog, mein Name. Ich bin der leitende Kommissar im Todesfall Annika Bohn. Hm? Ich habe davon gehört. Ist furchtbar. Sie kannten sie? Ja, kennen kann man das nicht nennen. Ich müsste Ihnen ein paar Fragen stellen. Okay. Vorne? Von mir aus? Vorsicht. Karl Hansen hat ausgesagt, dass Sie der letzte Gast in der Kneipe waren. Ah. Wann sind Sie nach Hause gekommen? Also, beziehungsweise hierher. Und gibt es jemanden, der das bezeugen kann? Ich war gar nicht zu Hause. Ich habe die Nacht am Strand geschlafen, nehme ich an. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich morgens am Strand aufgewacht bin und daher annehme, dass ich dort geschlafen habe. Kann das jemand bezeugen? Hat Sie vielleicht jemand gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Ich wollte auch gar nicht gesehen werden. Es war mir peinlich. Vollendete Tatsachen gestellt. Hauke hat wirklich jahrelang geglaubt, dass er dein Vater sei. Er hat dich geliebt, Katharina. Und ich? Was sollte ich denn machen? Elisabeth blieb bei Hauke, das war klar. Und ich musste weg. Weit, weit weg von allem. Ich hatte schon alles abgewickelt, mein Ticket nach New York war gebucht. Und dann kam diese Nacht.
Ich hab. Ich hab damals wirklich gedacht, ein Heim ist das Beste für das Kind. Du hast das Kind weggegeben? Dann ist Annika meine Schwester? Ja. Als Annika mit ihrer Familie in die Kneipe kam, war mir das eigentlich gleich klar. Vor Sarah lag so eine kleine Giraffe vor ihr auf dem Tisch. So eine Giraffe habe ich der Kleinen mit in die Tasche gelegt. Damals. Das hast du mitgemacht? Du hast Mama die ganze Zeit in dem Glauben gelassen, ihr Kind ist tot? Und als Annika hier auftauchte, warst du zu feige, es ihr zu sagen, deiner eigenen Tochter? Nein. Ich habe es ihr gesagt. Ich habe mich ihr zu erkennen gegeben. Ich weiß, wer du bist. Ich wollte ihr alles erklären. Ich wollte mich entschuldigen. Ich wollte am nächsten Morgen mit ihr zu deiner Mutter gehen. Bleib stehen! Katharina, glaub mir, ich wusste damals nicht wirklich, was ich tat. Dieses Unrecht. Ich war so unreif. Die Schuld hat mich erst später eingeholt. Aber da war ich schon weit weg. Was war das gestern zwischen Hauke und dir? Warum warst du da so wütend? Ich habe ihm gesagt, wer Annika war. Und dass er Elisabeth endlich die Wahrheit sagen muss. Hauke will das nicht. Frau Penner, zum Besuch. Hier den Gang runter, bitte. Wir glauben beide, dass du unschuldig bist. Das wollte ich dir schon beim letzten Mal sagen. Danke, dass du gekommen bist. Das wollte ich dir beim letzten Mal sagen. Jan vermisst dich. Kommt er klar? Er ist sehr erwachsen geworden. Wir telefonieren jeden Tag. Ich bin nicht dein Feind. Ich weiß. Ihre Besuchszeit ist zu Ende. Kommen Sie bitte. Geschichte zu tun haben. Davon bin ich überzeugt. Herr Bohn hat Ihnen doch davon erzählt. Ja. Eine sehr, sehr traurige Geschichte, die nicht zwangsläufig etwas mit dem Fall zu tun haben muss. Aber jemand muss doch davon wissen. Geburten werden doch registriert. Sicher? Und dem gehen Sie nicht nach? Bereits geschehen. Im fraglichen Zeitraum ist keine Geburt eines weiblichen Säuglings registriert. Keine namenlose, nichts Auffälliges. Und auch im Kinderheim nichts. Nach ihm. Es tut mir leid, dass ich keine besseren Neuigkeiten für Sie habe.
auf der Bank. Kannst du nicht mal aufhören zu nerven? Lass es doch einfach jetzt. Oh, was habe ich denn gemacht? Ich weiß ganz genau, was ich meine. Kannst du es nicht hier wenigstens mal sagen? Komm. Hier! Verdammte Scheiße, komm jetzt mit! Und die Namen der letzten Gäste von vorgestern Abend, die könnten Sie mir nennen? Wer war der letzte Gast? Karl! Nils. Machen wir noch eine Runde kurze. Nils Fenner, wir haben noch was getrunken, Nils und ich. Ist Annika Bohn später noch mal alleine hier zurückgekommen? Nein. Und wann haben Sie die Kneipe geschlossen? So gegen 0.30 Uhr, würde ich sagen. Waren Sie dann noch zusammen, der Herr Fenner und Sie? Nein. Nils ist ungefähr 20 Minuten vorher gegangen. Und Kommissariat Husum, wenn Sie so freundlich wären und mir das Zimmer von Herrn Bohn zeigen können. Ja, natürlich. Ah ja. Herr Bohn? Zeugen haben ausgesagt, dass sie sehr wütend waren. Soll ich dir mal eine reinhauen? Soll ich dir mal richtig eine ballern? Was ist das? Willst du das? Wollen Sie mir vielleicht etwas sagen? Sind Sie und Ihre Frau zusammen ins Hotel zurückgekehrt? Ich lasse Sie jetzt alleine. Aber wir werden noch mal miteinander sprechen müssen. Fragen Sie doch diesen Typen vom Kicker. Vielleicht wollte sie ja zu ihm. Frau Petersen? Ja? Haben Sie vielleicht eine Sekunde für mich? Ja, natürlich. Haben Sie Annika und Georg Bohn vorgestern Abend ins Hotel zurückkommen sehen? Nein. Oder weggehen? Ihr denkt wirklich nur an euch. Und daran, dass der gute Ruf des Hotels keinen Schaden nimmt. Da denkst du falsch von uns. Gemeinsam ins Hotel zurückgekehrt, sie haben sich gestritten, ihre Frau ist noch mal losgezogen und sie sind bei ihrem Kind geblieben. Worum ging es bei ihrem Streit? Meine Frau flirtete gern mit anderen Männern, das habe ich Ihnen eben schon gesagt. Und das gefiel Ihnen nicht? Annika brauchte viel Aufmerksamkeit. Sie brauchte so viel Aufmerksamkeit. Warum sind Sie nach Föhr gefahren? Waren Sie schon mal hier? Oder kennen Sie jemanden? Wir kennen ja niemanden. Wir sind das erste Mal auf der Insel. Kannte Ihre Frau vielleicht Nils Fenner? Sie hat ihn also an dem Abend zum ersten Mal gesehen? Soweit ich weiß schon. Aber ganz sicher sind Sie nicht. Meine Frau war oft alleine unterwegs. Thank you.
Jan? Ich bin hier. Bin ich froh, dass du da bist. Woher weißt du's? Mama, alle wissen das. Was passiert denn jetzt mit Papa? Er war es nicht. Das weißt du. Natürlich weiß ich das. Es war mir nur nicht so klar, was du jetzt denkst. Ich halte Papa nicht für einen Mörder, nur weil er nicht mehr mit mir leben will. Bleibst du zum Abendbrot? Okay. Aber ich schlafe nicht. Ich wohne bei Paul. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr weiter. Nils ist jetzt schon seit 4 Tagen in Husum. Und dieser Kommissar, der wird nichts mehr unternehmen. Nun sag es ihr. Was? Hauke hat Nils gesehen. Was? Ja, Vater hat Nils gesehen. Ich habe niemandem etwas gesagt. Auch dem Kommissar nicht. Ich wollte Nils da nicht reinreißen. Und dich auch nicht. Ich kann ihm einen Anwalt besorgen. Er hat sie nicht umgebracht. Das hat ja auch keiner behauptet. Wo hast du ihn gesehen? Ich habe die beiden in der Nacht zusammen am Strand gesehen. Er betrügt dich. Was machst denn du nachts am Strand? Es geht dich nichts an. Ich bin nicht so blind wie Mama mit deinen ganzen Frauengeschichten. Und Annika fandst du doch bestimmt attraktiv. Hört auf. Er folgt dir zum Strand und dich interessiert es nicht? Lass deine Mutter in Ruhe. Nils ist dir zuvor. Bleibst du zum Abendbrot? Okay. Aber ich schlafe nicht. Ich wohne bei Paul. Das weiß ich doch. Es gibt ein Video von ihrem Mann mit Annika Bohn.
Zwei Stunden, nachdem das Video aufgenommen wurde, ist Annika Bohn tot und ihr Mann kann sich an nichts erinnern. In der Zwischenzeit ist ihr Mann aber nirgendwo anders gesehen worden. Das heißt, es gibt niemanden, der ihn entlastet. Die U-Haft ist eben verlängert worden. Morgen wird ihr Mann nach Husum überstellt. Und ich fahre auch zurück. Sie können doch nicht aufhören zu ermitteln. Das werde ich nicht. Ich verstehe das nicht. Warum kann er nicht hierbleiben, auf der Insel? Ihr Mann ist des Mordes verdächtig. Möglicherweise ist der Zeitpunkt gekommen, sich an einen Anwalt zu wenden. Sie haben ihn von Anfang an für schuldig gehalten. Was ist mit dem Ehemann? Haben Sie den mal überprüft? Kann ich meinen Mann jetzt sehen? Die wollen dich nach Husum bringen. Ja, ich weiß. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bringe doch keinen Menschen um. Kannst du dich denn an gar nichts mehr erinnern? Das kann doch nicht sein. Was willst du denn damit sagen? Dass ich mich vielleicht doch erinnere, aber nichts sage? Dass du mit ihr am Strand warst, hast du mir auch nicht gesagt. Und davor bist du an unserem Haus vorbeigeschlichen. Ein Heim ist das Beste für das Kind. Du hast das Kind weggegeben? Dann ist Annika meine Schwester? Ja. Als Annika mit ihrer Familie in die Kneipe kam, war mir das eigentlich gleich klar. Vor Sarah lag so eine kleine Giraffe vor ihr auf dem Tisch. So eine Giraffe habe ich der Kleinen mit in die Tasche gelegt. Damals. Das hast du mitgemacht? Du hast Mama die ganze Zeit in dem Glauben gelassen, ihr Kind ist tot? Und als Annika hier auftauchte, warst du zu feige, es ihr zu sagen, deiner eigenen Tochter? Nein. Ich habe es ihr gesagt. Ich habe mich ihr zu erkennen gegeben. Ich weiß, wer du bist. Ich wollte ihr alles erklären. Ich wollte mich entschuldigen. Ich wollte am nächsten Morgen mit ihr zu deiner Mutter gehen. Katharina, glaub mir, ich wusste damals nicht wirklich, was ich tat. Dieses Unrecht, ich war so unreif. Die Schuld hat mich erst später eingeholt. Aber da war ich schon weit weg. Was war das gestern zwischen Hauke und dir? Warum warst du da so wütend? Ich habe ihm gesagt, wer Annika war. Und dass er Elisabeth endlich die Wahrheit sagen muss. Hauke will das nicht. Wenn du willst, kann ich dich zu deiner Mutter bringen. Warte doch! In der Nacht von der weggerannt ist, da muss ihr Hauke begegnet sein.
Aber ich schlafe nicht. Ich wohne bei Paul. Das weiß ich doch. Es gibt ein Video von ihrem Mann mit Annika Bohn. 2 Stunden nachdem das Video aufgenommen wurde, ist Annika Bohn tot und ihr Mann kann sich an nichts erinnern. In der Zwischenzeit ist ihr Mann aber nirgendwo anders gesehen worden. Das heißt, es gibt niemanden, der ihn entlastet. Die U-Haft ist eben verlängert worden. Morgen wird ihr Mann nach Husum überstellt. Und ich fahre auch zurück. Sie können doch nicht aufhören zu ermitteln. Das werde ich nicht. Ich verstehe das nicht. Warum kann er nicht hierbleiben, auf der Insel? Ihr Mann ist des Mordes verdächtig. Möglicherweise ist der Zeitpunkt gekommen, sich an einen Anwalt zu wenden. Sie haben ihn von Anfang an für schuldig gehalten. Was ist mit dem Ehemann? Haben Sie den mal überprüft? Kann ich meinen Mann jetzt sehen? Die wollen dich nach Husum bringen. Ja, ich weiß. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bringe doch keinen Menschen um. Kannst du dich denn an gar nichts mehr erinnern? Das kann doch nicht sein. Was willst du denn damit sagen? Dass ich mich vielleicht doch erinnere, aber nichts sage? Dass du mit ihr am Strand warst, hast du mir auch nicht gesagt. Und davor bist du an unserem Haus vorbeigeschlichen. Was willst denn du hier? Ich will dir helfen. Helfen? Helfen sieht anders aus. Und alles, was man tut, führt zu neuem Streit. Vielleicht sollten Sie weniger mit anderen Männern flirten. Warum? Stimmt. Ich habe einen ganz besonderen Ort getan. Zeig ich dir dann, ja? Mhm. Ich gehe zu Papi. Oh,
sein, ja? Lass meine Flucht. Seit wann rauchst du? Gar nicht. Bist du schon mal vor und wartest in der Tür auf mich? Ich komme ganz gleich. Doch mal den Papi hin, mit seiner miesen Laune. Ich wollte mich noch bedanken für den Tipp mit dem Treibholzgarten. Sehr schön. Wenn man dem Streit entkommt und alles, was man tut, führt zum neuen Streit. Vielleicht sollten Sie weniger mit anderen Männern flirten. Warum? Stimmt. Ich habe einen ganz besonderen Morgen getan. Zeig ich dir das, ja? Mhm. Ich gehe zu Papi. Tschüss. Schönen Abend. Ja? Lass meine Flucht. Seit wann?